Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Paul und Gretel, kein Märchen. Unter diesem Titel feierte das Musical am gestrigen Sonntag seine Premiere in der Buderus Arena Wetzlar, nachdem es im Juli 2022 uraufgeführt wurde. Die Zuschauer erlebten erneut die tief bewegende Geschichte des Predigers von Buchenwald und konnten einen beeindruckenden Chor aus regionalen Sängern, Schauspielern, Solisten, Streichorchester und Band bewundern. Komponiert und entwickelt wurde das Musical von Peter Menger, Musiker und Arzt, gemeinsam mit seiner Frau Deborah. Es geht um ein ganz gewöhnliches Ehepaar, der Mann ist Pfarrer, die Frau kümmert sich um die Kinder und dann werden sie herausgefordert, in ihrem Glauben Stellung zu beziehen. Und das ist eigentlich was, was uns auch heute noch angeht. Und deshalb denke ich, es ist eine alte Geschichte, die ganz viel Relevanz für uns heute hat. Ich glaube, diese Märtyrer wie Paul Schneider oder auch Bonhoeffer, die haben eine ganz starke Botschaft für uns heute. Und das ist dieses, lass Gottes Wort so relevant sein für dich. Also, oder wie Paul das formuliert in dem Stück, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich glaube, dass es heute auch wieder schwierig wird. Also wieder schwieriger wird in letzter Zeit, einmal ganz klar zu erkennen, was möchte Gott da? Und dann auch zu sagen, ja, dazu stehe ich, koste es, was es wolle. Martin Pausch verkörpert im Stück die Rolle des Paul Schneider, ein Charakter, der für ihn von besonderer Bedeutung ist. Ich selber bin auch Familienvater mit 4 Kindern und finde es sehr bewegend, wie er Familie und Kinder zurücklässt, um ins KZ zu gehen, um seines Glaubens willen. Und der zweite Blickwinkel ist der des Handwerkers. Ich finde es sehr spannend, dass Paul Schneider nach dem Theologiestudium zunächst als Arbeiter zu Arbeitern gegangen ist und eine ganze Zeit lang mit ihnen gemeinsam gelebt hat sogar und mit ihnen gearbeitet hat, um ihnen das Evangelium zu bringen. Für Martin Pausch bestand die größte Herausforderung darin, die unbeirrbare Konsequenz zu vermitteln, mit der Paul Schneider sein Leben am Wort Gottes ausgerichtet hat. Ein Aspekt, der auch ihn persönlich tief inspiriert. Diese Botschaft liegt auch Deborah Menger besonders am Herzen. Für mich zum Beispiel als Mutter ist es die wichtigste Botschaft, wie bringen wir unsere Kinder in Kontakt mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel, wie können wir ihnen den Glauben lieb machen und die christliche Erziehung großschreiben, so wie Paul das sagt. Wie können wir in unserem Familienleben einfach mit Jesus unterwegs sein? Das finde ich ist eine ganz wichtige Botschaft. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.